Mollusca. Die Gastropoda und die Bivalvia bilden zwei große Gruppen innerhalb der Mollusca. Die Gastropoda haben einen weichen, unsegmentierten Körper und sind bilateral symmetrisch aufgebaut. Die Mantellinie trennt den ventralen Fuß von dem dorsalen Eingeweidesack. Gastropoda besitzen eine Schale aus Kalk, welche Gehäuse genannt wird. Die meisten Schneckengehäuse verfügen über spiralige Windungen um die eigene Achse. Dabei ist ein kegelförmiger Hohlraum frei, der Nabel. Die Form des Nabels ist bestimmungsrelevant. Die Richtung der Windung ist ein erster Schritt zur Bestimmung. Legen Sie dazu das Gehäuse aufrecht vor sich hin, zeigt die Mündung nach rechts, ist die Schnecke rechts gebunden. Zeigt sie nach links, ist sie links gebunden. Weitere Merkmale sind die Größenverhältnisse von Höhe zur Breite der Gehäuse oder das Verhältnis von Gehäuse zum Körper. Die Farbe und Oberflächenstruktur des Gehäuses, ob sie matt oder glänzend oder gerippt ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Ebenfalls wichtig ist der Mundsaum. Sein Rand kann scharfkantig sein und einen Zahn besitzen. Bivalvia besitzen immer eine zweiklappige Schale, die durch das Ligament zusammengehalten wird. Die inneren Klappenränder haben häufig Zähne oder Leisten, die ineinander greifen. Sie bilden das Schloss. Dieser Teil der Schale wird Wirbel genannt. Zum Wirbel hin nahe Zähne sind die Hauptzähne, weiter entfernte die Seitenzähne. Am unteren Schalenrand auf der Innenseite befindet sich eine Mantellinie. Als Mantelbucht wird die Einbuchtung an einer Muskelansatzstelle bezeichnet. Die Bestimmung der Muscheln mit dem Broma erfolgt nach Form und Farbe, nach der Mantellinie und der Mantelbucht, sowie den Zähnen und Rippen.